Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen wieder eine Runde Mafia 3. Und wir müssen heute mit Nicky Burke reden und da müssen wir einen ganz schön weiten Weg noch absolvieren. Irgendwie 3000 Einheiten. Und dann müssen wir mal gucken, wie schnell wir da vorankommen. Hoffentlich schnell. Schade, dass man sich noch nicht teleporten kann oder so. Hier links. Und dann fahren wir gleich schön dahin und müssen dann noch den Typ irgendwie umbringen und dann noch einen Typen. Also müssen noch insgesamt zwei Typen, glaube ich, umbringen. So läuft der Hase. Oder halt für uns gewinnen. Beziehungsweise einer muss, glaube ich, sterben. Wirklich. Und einen gewinnen wir für uns. Aber einen müssen wir, glaube ich, töten, ja. So war das, glaube ich. Also so ist es, glaube ich, meistens. Die Mission habe ich ja noch nicht gespielt, von daher kann ich das ja nicht sagen. Ob das hier genauso ist, aber ich vermute einfach mal. Ich hatte definitiv Vorfahrt. Das muss man einfach mal sagen. Das ist quasi genau derselbe Weg zurück, wie wir hingefahren sind, glaube ich. Hier sind wir nämlich in der letzten Folge falsch abgebogen erstmal. Und jetzt machen wir alles direkt richtig und geben hier Vollgas, damit wir relativ schnell ankommen. Müssen wir gleich auf den Highway? Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Ja, sieht doch so aus nach Highway. Dann halten wir mal die Hupe gedrückt. Oder auch nicht. Nervt nur. Ja, wir können die alle so ein bisschen rechts fahren lassen. Boom. Ohohoho. Der wurde auseinandergefetzt. Eieiei. Frontal-Crash gab es aber auch. Komm, den auch noch. Nee, den habe ich nicht ganz auseinandergefetzt. Ich wollte hier kurz ins Wasser springen, habe ich mir überlegt. Aber jetzt fahren wir quasi wieder davon weg. Kann man hier runterspringen gleich? Auf die Straße? Das wird in der Tat was bringen. Deswegen machen wir das doch einfach mal. Natürlich landen wir nicht da, wo ich landen wollte. Wo bin ich jetzt? Okay. Man soll nicht auf das Haus können, deswegen haben die das so ein bisschen weggebaut, quasi. Dass jetzt mein Auto zwar drauf liegt, aber ich unten muss drauf bin. Hey, pass auf, wo du hinläufst. Vorsicht, Platz da. Geht auch netter. Dem gehen wir einen aus mal. Ganz einfach. So, da sind wir auf dem Schrottplatz angekommen. Und da vorne wartet dann Nicky Burke auf uns. Und zu sagen, was wir jetzt zu tun haben. Ich vermute, wir müssen jemanden umbringen. Bevers wird nicht happy. Sein wie. Du hast Karls Aufmerksamkeit. Er ist in der Sweetwater-Brennerei. Irgendeine Idee, was mich da drin erwartet? Er ist so ein Sumpfheini, völlig ballerballer. Was glaubst du, wie der reagiert? Trotzdem könnte es sich lohnen, ihn in der Nähe zu behalten. Keiner kennt das Bayou so gut wie er. Ich schulde dir was, Nicky. Das kannst du laut sagen. Dann gehen wir mal zu ihm. 490 Meter. Steht hier irgendwo eine Karre rum? Das ist ja eigentlich ganz praktisch, so ein Auto. Vorne kommt eins angefahren. Das tut mir wirklich leid. Wo immer sie auch hinwollen. Dankeschön. Ich wusste, da kommt gleich ein Auto. Deswegen habe ich mir das kurz abgezogen.
Den Rand fahren wir ab. Und dann geht's hier Richtung Brennerei, war das, glaube ich. Wo wir hin müssen. So, und er hat schön Platz gemacht. Ist ja nett von ihm, ne? Ah, hier sind wir wieder. Okay, hier waren wir ja schon mal. Du hast hier nichts zu suchen. Hier sind ja viele Freunde von mir. Die mich alle nett willkommen heißen. So, Numero Uno ist tot. Gehen wir mal rein. Gehen wir denselben Weg, wie wir vorhin gegangen sind. Das war eigentlich ganz gut. Knacken wir kurz die Tür hier. Zack. Und zack. Jetzt müssen wir nur noch irgendwo hier nach oben kommen. Ah. Ich bin längst weg. Tut mir leid für euch. Oh. Der kommt rum. Wo war da denn einer? Ah, die kommen jetzt auch hier rum. Glaube ich. Mach deinen beschissenen Job und nee, wo sind die? Ach, hier über mir wahrscheinlich. Was zum... Schnapp die! Schieße! Ich schieße jetzt! Wow! Raus hier! Scheiße! Lade nach! Er versteckt sich hier. Süß, oder? Scheiße! So, den haben wir. Zack. Und Berg, ihr könnt mich am Arsch lecken. Du redest zu viel. Okay, der musste in der Tat sterben. Schwarzbrennerei wäre gesichert. Die Destille ist leergeräumt, geputzt und bereit für deine Jungs. Alles vorbereitet. Der Schlachter ist unterwegs. Zeit, den tollwütigen Hund zu erschießen. Okay. Als nächstes müssen wir den tollwütigen Hund erschießen. Gucken wir mal, wo wir das machen. Geschafft, dass Thomas Burke, Vito Scaletta und diese Frau namens Cassandra zusammenarbeiteten? Er hat alle eingeladen. Zu einem Treffen in einem alten Plantagenhaus unten im Bayou. Als dann alle versammelt waren, erklärte er ihnen, wie er Marcano zur Strecke bringen will. Lincoln kann sehr überzeugend sein. Okay. Eieiei. Erledige den Schlachter. Wo ist er denn? 300 Meter. Was ist hier noch? Ja, du solltest das Marie lieber eine ehrbare Frau machen, bevor sie dich besser kennenlernt. So, wohin müssen wir denn? Schauen wir mal.
Zack, da bin ich durchgekommen. Der fährt mit offener Tür, das geht so natürlich eigentlich nicht, ne? Muss man einfach mal sagen. Was macht der Schlachter hier? Ah ne, ich muss erst zu Burke. Und von da aus dann zum Schlachter. Okay, ich dachte schon. Ah, hier ist die Tür. Was soll das denn werden? Ich werde gleich Besuch kriegen. Jeden Augenblick taucht Barbieri hier auf. Was, Barbieri hier? Hat er gesagt, und normalerweise quatscht er nicht rum. Wir haben eben telefoniert und ich habe ihm gesagt, ich erwarte ihn hier, um die Sache zu klären. Verfickte Scheiße, Burke, du kündigst doch dem Feind den Hinterhalt nicht schon an, bevor er... Großer Gott, wenn du alles immer so ernst nimmst, wo bleibt der Spaß? Echt jetzt, was soll schon passieren? Dass wir alle draufgehen. Hey, das könnte sein. Ganz ruhig. Ist noch nicht. Der Schlachter und seine Jungs sind hinter mir her. Sicher? Wenn's einen Vorteil hat, deine Scheißtochter zu sein, dann den, dass ich weiß, wie eine blutrünstige Horde Ithaka aussieht. Ich lock sie mit dem Scheinwerfer beim Wasserturm an. Ich habe im Hof ein paar Fässer verteilt. Mit einer speziellen Spritmischung drin. Eine Kugel und die explodieren. Darum halt lieber ein bisschen Abstand. Okay, jetzt wird spaßig hier, oder was? Ins Visier. Und du? Verziehst dich aufs Dach. Hm. Und noch was. Wenn du abhaust, niete ich dich persönlich um. Ist das klar? Na dann bis nach der Vorstellung. Hoffen wir's. Hoffen wir's wirklich? Alles in Ordnung, Kleine? Wie bitte? Mein Papst fragt, wie es mir geht? Womit habe ich denn plötzlich so viel Fürsorglichkeit verdient? Scheiße, ein einfaches Ja oder Nein hätte gereicht. Links, sie sind fast bei dir. Okay, wo bleiben sie? Hättest dich nicht mit den Tieren anlegen sollen! Schießt auf ihn! Mit Vergnügen! Nagel diesen Motherfucker fest! Komm noch Moon. Das könnte echt zum Problem hier oben werden. Ah, hier liegen noch Sniper rum. Keine Munition mehr. Rechts von dir, pass auf! Ich verpiss mich! Wo ist hier noch was? Okay, der ist schon so gestorben. Wow! Doch nimmt mich unter Dauerfeuer! Ich hab der kommt hier hoch! Hältst mal lieber den Kopf! Er hat einen von unseren Jungs gekillt! Ah, ich hab das Gefühl, mir krabbelt Feuer am meisten durch Hirn! Kommt hier gleich noch jemand zu? Hein, hein, hein! Oh, der ist so hein! Ja, geht doch! Wow, fällt, ich kann. Was verratschust habe ich dich, nicht so! Oh, falsche Taste. Nein, ich bin down, aber der auch, aber das zählt nicht. Oh Mann, ich muss mehr auf die Fässer schießen beim nächsten Mal. Das muss ich mir merken, Freunde. Und ich hoffe, ich respawn auch da direkt. Dass ich die quasi direkt ausschalten kann. Alles in Ordnung, Kleine! Ja, spawn ich. Mein Papst fragt, wie es mir geht. Womit habe ich denn plötzlich so viel Fürsorglichkeit verdient? Scheiße, ein einfaches Fässer, Jahr oder nein, hätte gereicht. Okay, wo kommt das erste Auto? Links. Was zur Hölle, du Arschloch! Noch welche links? Oh, fuck. Die müssen aber jetzt schon da hinten ausstellen.
Seite! Der nächste kommt rechts. Wie geht's deinem Schädelpaar? Ich hab das Gefühl, mir krabbelt Feuerameisen durchs Hirn. Da werden die armen Viecher ja glatt verhungern. Verpasst den Licks ein! Komm, fahr noch ein Stück vor. Oh, Mist. Mist, ich muss nachladen. Warum treffe ich den nicht? Jetzt. Da rechts war noch einer auf jeden Fall. Okay. Okay, scheinbar haben wir es geschafft diesmal. Oder? Hey, der kleine Nigger von Berg geht mir am Arsch vorbei. Ich will diesen Nigger haben. Kapiert? Den reiß ich so den Arsch auf, dass er sein Leben lang nicht vergisst. Bringt mir diesen Schwanzlutscher und zwar lebend. Mach den Penner zum Fischmutter, Arschloch. Okay, gehen wir mal hier runter. Richtung Schlachter. Wieder einer weniger. Jetzt kann ich den nicht mehr konfrontieren. Weil ich erst die Männer erledigen muss. Da echt welche oben auf dem Ding oder was? Scheint so. Hab was gefunden! Okay, jetzt kann ich ihn konfrontieren. Nice. Ja, ich muss X drücken. So, schauen wir mal. Hättest ein paar Kugeln aufheben sollen. Ein Team aus einem Ehren und einem Nigger. Verdammte Scheiße. Hätte nie gedacht, dass ich das noch erleben muss. Was soll ich sagen? Die Welt dreht sich weiter. Der lebt ja immer noch. Sieh an, du bist ja immer noch, du Arschloch. Selber Arschloch. Reiß dein Maul ruhig auf. Lang hast du ja nicht mehr. Was denkst du, was wird als nächstes? Du kannst ab direkt neben mir. Du und dein ganzer Scheißladen. In der Hölle kannst du mit dem Schwanz rutschen. Okay. Alles okay. Nimm seine Beine. Wir müssen ihn in die Garage bringen. Fette Sau. Nett auf jeden Fall. Wir Fette Sau. Wir konnten exakt rekonstruieren, was passiert war mit Barbieri. Vor allem, weil sein Leichnam erst Mitte der 80er gefunden wurde. Ein Armeekorps war zufällig damit beschäftigt, Teile des Mississippi auszubaggern. Und da fand man seine Leiche im Kofferraum eines alten Autos. Seine beiden Beine waren so gebrochen worden, dass kaum noch ein Knochen übrig war. Nett. Erlege den Schlachter wäre damit auch abgeschlossen, meine Freunde. Und als nächstes kommt nichts als vorwärts. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Von daher, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao!